Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lives in Heaven mit mir, Cedric. Das Ganze ist ein Sponsored Video, das bedeutet, wir erhalten für das Erstellen dieses Videos eine kleine Provision, dies ändert allerdings nichts an unserer Meinung. So, endlich haben wir es. No One Lives in Heaven, wir sind nun in Kapitel 5, der Weihnachts- bzw. Schneewelt. Ja, welcher Bug? Haben wir immer noch, weil ist die gleiche Session. Deswegen werde ich mal doppelt speichern. Ja klar, ist verschlossen. Gibt's keinen anderen Weg? Weihnachtsdorf, gib dich lieber nicht mit Wohnung ab. Merkwürdig. Hat das wirklich mal so vorsichtig, dass ich nicht ausnutze. Hol einfach den Schlüssel. Okay, ich hole den Schlüssel. Östlich, hat er gesagt. Habe ich gesagt nordöstlich? Da war das Haus. Du? Alright. Speichern übrigens mal. Aber das hatte ich vorher, glaube ich, nicht getan. Speichern. Speichern. So. Weihnachtsdorf. War das nochmal? Alter, mein Fliegen. Schlüssel holen. Die Klos sind vorbei. Oh nein. I make roleplaying great again. Hallo? Land der hohen Phrasen aus dem Solario. Brauchen wir eine Mauer. Alright. Gehen wir wieder zurück. Die Glos sind zu weit. Dann muss es ja das Haus hier vor sein. Das hier. Sind Sie der Bürgermeister? Hallo? Du bist schlecht drauf, das merke ich. Nein, ich bin nicht gerade überstanden. Hallo? Der Bürgermeister? Ja. Ich bin auch ein Schlüssel. Mein Name lautet. Mein Name ist Cedric. Brauche einen Schlüssel. Ich brauche eine Ausnahmegenehmigung. Wo kriege ich die her? Gehen wir in ein random Haus hinein und stellen uns vor. Hallo. Ich bin Cedric. Ja, du bist Schrödingers Katze. Das. Ich kann mich nicht ausnutzen lassen. Boah. Ist Seli noch da? Seli? Seli? Seli, kannst du mir eine Ausnahmegenehmigung holen?
Ah, eure Spielsitzung. Nein. Ja, kann ich hier. Hallo? Kannst du mir fragen, wo deine Genehmigung ist? War das zu sehen? Oh. Gut, gehen wir zum Bürgermeister. Der Bürgermeister hat halt so eine Genehmigung. Gehen wir zum Bürgermeister. Lass gerne langsam angehen. Ich kann hier nicht einfach umklatschen. Uff. Boah. Einiges erlegen. Nur meine, wenn du mir die ersten Seiten des Buches Enzyklopädie Comedica davon kannst, könnte ich aus dem Grund in den Saal des gelegen. Wo finde ich die Seiten? Alright. Mit dem auf dem Markt habe ich ja gerade schon gesprochen. Drin. Okay, dann halt nicht. So. Will doch, da wird auch kein Spiel mehr da. Gut. Gut. Um ja, platziere ich halt ein paar Schilder. Alles okay. Lass mich halt, ich muss diese ganz erste Klub mit dir machen. Interesse an Führungen. Ich will nur meine Schilder aufstellen. Wo gehen wir hin? Gegenstände. Hacke, okay. Buchzeugnis, Sport, Angel. Die ist doch im Osten. Boah, das Piepen, ne? Ich hab's jetzt erst gerafft.
Gut, noch ein Schild. Schön, hat die Schild aufgestellt. Ich die. Das Schlimme ist einfach, ich werde gleich alle Seiten mir holen lassen. Ich lasse mich nicht von den Leuten ausnehmen. Ich kann das nicht tun. Sag den einfach. Sag den einfach. Brennstufe 3. Einfach reinschieben. Eine Schneejacke halten. Cool. Ist besser als meine Rüstung. Nein. Ausrüstung. Rüstung. Nö. Was beim Verlieren. Dann später. Oh mein Gott. What the fuck? Hey! Was ist das denn? Ja, da ist mal eben das Spiel abgestürzt. Mal ganz kurz, ob die Aufnahme jetzt auch wieder läuft. Ja, ich mache mal ganz kurz hier einen Restart der Aufnahme kurz. Wegen der Auflösung. Eine Sekunde. Hallo und willkommen zurück bei No One Listen Heaven. Ich habe es gerade nochmal probiert, den Spielstand zu machen. Also, das Spiel zu spielen. Hat nicht funktioniert. Es ist jetzt so, keine Ahnung, wann wir 13. Seite brauchen. Das Spiel ist einfach, das sollte man für den Entwickler mal zeigen, schicken, das Ganze. Ich habe Kontakt zu ihm. Oh, bei Ihnen, sagen wir mal zu Sur. Alle drei Seiten, ich brauche die ersten drei Seiten. Gucken wir erstmal, dass wir das hinkriegen. Vielleicht kann ich ja, das brauche ich die 13. Seite ja gar nicht. Hallo. Alright. Ich bekomme einfach Zeug. E-Ring. Mal schauen. Hallo. Verkuchen. Ja. Okay. Nein, tut mir leid, ich kann leider deine Quest aktuell nicht erfüllen. Nee, brauche ich jetzt keine Ausrüstung. Eigentlich gute Sachen, ich will
einfach. Hey, dich kenne ich. Du bist wieder erwachsen. Lustig. Lustig, das machen wir. Jetzt keiner. Okay, östliche Insel. Hi. Jetzt kann's losgehen. Heli ist in Ordnung. Interesting, interesting. Interessant. Das ist immer noch die erste Seite vom Markt. Ich denke, das ist ja. Kostet übrigens die Heilkapsel auch wieder mehr Geld. Wie das Prinzip wird, aber ja. Gucken wir mal, was du hast. Hallo. Hier können wir uns auch planen. Wir wollen zum Pfefferkuchen. Aber wo ist das schon wieder? Im Westen. Right, gehen wir in den Westen. Hallo. Okay, lass uns spielen. Okay, wow, danke. Danke dafür. Ich will doch nicht Weihnachtsstimmung kommen, hör doch bitte auf. Seid gegrüßt. An den Tagen sind der Spieler. Ah ja. Helft ihr? War. Nein, nicht kaputt. Nur noch auf mal als kaputt drin zu. Ja, wir reden 3. Tor. Öffnen wir das Tor. Hallo.
Die Sondergenehmigung kann ich hier bekommen. Ich will den Ritus durchlaufen. Wir speichern hier nochmal. Wenn die sagen, wenn dann stirbt, dann ist es vorbei. Ich will den Ritus starten. Losgehen. Weil dann können wir die Sondergenehmigung umgehen. Level up, Ritus. Level 14. Schaden, Das ist okay. Ich setze die Spitze ein. Und heile mich dadurch. Und ein Ding. Ja. 1079 Schaden. Alright. Du bist auch Pflanze. Hatten, oder? Dann okay, hat geklappt. Level 13. Ja, jetzt aber schnell. Ihr beide. Du dann. Nein. Pflanze, langsam Pflanze das Grün. Licht, seid ihr Schatten? Wasser seid ihr wohl nicht. Der Mitternachtsschlag einsetzen, wir gucken einfach mal. Okay. Wir mal. Okay, das ist ja nee. Einsatz. Feuer. Nee. Wir sind doch schwach. Hier, wenn ich gucke. Schwach gegen Feuer. Wie gesagt, normal besiegen. Macht ja auch genug Schaden. Oh, das war nicht so gut. Das war nicht so klug, da hätte ich mal vorher mich heilen sollen. Halt. Ja. Vom blöden Bürger ist nicht aus uns. Ich weiß, es gibt jetzt viele Quests, die wir eigentlich dadurch überspringen, ne? Und sowas. Aber ich glaube sowieso, dass der Bürgermeister. Also mein Guess ist jetzt gerade. Bürgermeister sagt, jetzt soll die ersten drei Seiten holen. Und er hat schon gesagt, die werden mich ausnutzen. Ja, das wurde ja schon so Foreshadowing betrieben. Ich denke, ich werde alle Seiten holen müssen. Und bei der 13. Seite wird es einfach heute nicht weitergehen, weil ich dieses Spiel, weil es bei mir crasht. Deshalb werde ich mir das, holen wir uns das halt über den alternativen Weg. Und warum auch nicht. Gut. Und ich meine, der Weg ist ja auch legit. Ja, was warst du? Flamme. Was nicht Flamme? Was du? Hat, ne? Hatten. In Level 13. Wasser.
Okay. Machen wir Flünkchen, das macht ganz viel Schaden. Deswegen, weil es eben so viele Gegner sind. Müssen wir gleich erstmal heilen. Ein geht noch. Das ist jetzt zu viel, okay. Machen wir Gegenstände, dann sind wir. Mana-Kapsel ein. Mana-Tank einsetzen. Okay, das ist noch okay. Das brauche ich nicht. Flünkchen einsetzen. Gut, setzen wir mal Flünkchen ein. Wenn wir Flünkchen einsetzen, könnten beide tot sein, deswegen mache ich das jetzt nochmal. Ne, ihn hat's gemessen, okay. Mit einem Schlag töten. Mana-Trank und Skillpunkt, hallo. Bereit, ich bin bereit. Eisvogel gibt 500 Leben. Ich setze als Gegenstand jetzt erstmal eine Heilkapsel ein. Ist ein normaler Schlag bei dir? No. Obwohl, wenn der nächste mehr Schaden macht, habe ich ihn gekillt. Sehr schön. Ein Ritterpfand. Lol. Oh, was hat ihn gekillt? Alright. Okay. Hat's auch funktioniert? Na, dann muss ich dem blöden Bürgermeister ja seinen Scheiß nicht mehr machen. Hey, das ist der Angler. Hey, Angler. Bin nicht ganz sicher. Das ist doch der dritte Kontinent. Dies. Erinnert ihr euch noch an den 2D? Dings, wo er gesagt hat, wir sollen ihn da hinbringen, denn alle sind dort im dritten Kontinent, alle so sind. Ich würde ihn gerne finden. Aber ich speichere jetzt erstmal ganz kurz. Weil ich ja nicht mehr so viel Leben habe. Und ich mache noch eine dritte Speicherdatei. Einfach für eventuelle Eventualitäten. Gucken wir mal. Hallo. Mag Bäume zu sehr. Die. Ah, du warst im Bett. Moment, ich will mich ein. Es gab doch diese 2D-Leute, diesen 2D-gezeichneten. 2D-gezeichneten NPC. Ernst jetzt. Oh. Kannst du da bitte weggehen? Kannst du da bitte. Kannst du. Hallo? Ach, beweg dich doch da weg. Ja, dann gehen wir jetzt nicht da rein und heilen uns da nicht. Sondern irgendwo anders im Dorf. Und nicht der NPC meinen Weg versperrt. Hallo, wo waren wir hier schon? Nein, ist mir egal. Das ist nicht der. Das ist gar nicht Nikolaus. Erstmal gleich. Fast August. Voll, voll. Speichern. So.
Gut, wir haben die Sondergenehmigung. Was anderes wollte ich nicht, ohne mich hier ausnutzen zu lassen. Wie schön. Hallo. Ja, wir können aufbrechen. Ich bin gespannt, ob das jetzt alles war, ob man wirklich so den ganzen Kontinent skippen kann. Die Regeln in diesem Spiel ergeben keinen Sinn. Ich schalte den Fernseher ein. Bin gespannt, ob das wirklich das Ende ist. So, wie ich das sehe, ist die Normalzeit wieder hergestellt. Rolf und der Alte sind wieder selbst und mein Kontinent ist auch. Und auch die Kopie ist verschwunden. Jetzt scheint alles ja genau das, was eigentlich so war. Das war das erste Mal, das habe ich so getan. Ich biete jedem wieder neu zu aktivieren. Das richtet sich wohl. Aber besonders an euch, Celia und Wolf. Ich möchte keinen neuen Spiel mehr sehen. Ich kann ein bisschen mehr durch dubiose Ausbrüche verlieren. Ich habe es verstanden. Alles klar. Welche ist richtig? Jetzt wirklich das Ende? Ich möchte dich nie wieder im Interview, weil wir haben ja, ich will ja nichts sagen, ne? Ich habe ja, wir haben dann im Winterding haben wir ja alles dann geskippt, weil das würde mich wundern. Ich, also mein Ding ist so, ich ging halt davon aus, die Sondergenehmigung, okay, es gibt halt keine Ahnung von diese ganzen Nebenquests und so, dieses besorgt das, gibt das ja. Aber das, wenn das einfach jetzt alles geskippt hat. Wenn das das Einzige, was im Ding ist, das wäre schon ein bisschen krass jetzt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. Wenn es so ist, ist es so. Ich werde nicht neu laden. Ich werde das Spiel einfach so spielen, wie ich das für richtig halte. Aber wie gesagt, ich habe halt die Methode genommen, weil halt in dem Punkt halt der Bug war. Es muss jetzt nicht bei euch sein. Das ist jetzt auch nicht keine Kritik am Spiel. Das passiert halt mal. Keine Ahnung. Kann sein, dass wenn ich das Spiel neu starte, dass es weg ist. Aber ich habe jetzt halt den Weg gewählt und so ist das jetzt halt. Wenn das jetzt halt das ganze fünfte Kapitel so geskippt hat. Alright. Dann wäre es halt so. Möchte ich nie wieder im Interface, noch nie wieder in anderen Zeitlinien sehen, haben wir verstanden. Wir sehen uns im Interface! Das wurde berühmte Sarkasmus, wo die Menschen besessen sind. Und ich hasse den auf dem Kontinent. Ach, das ist das Nebenprodukt des Buches, das hier wohne, dort verinnerlicht haben. Und jetzt hast du keine Anhaltheit genommen. Fürchte ich, muss mit dem Hinogar hier schön stimmen. So viel Menschlichkeit besitzt Seli nicht, um einer armen Seele aus der Weihnachtshölle zu verhelfen. Ja, die Abtiefflüge zu unterstützen. Lass diese Vorstellung. Es gab keine Veranlassung, jemanden mitzunehmen. Cedric und ich haben einfach unseren Auftrag gelegt. Nochmal jedenfalls stehen wir jetzt alle gesund und munter hier. Das bedeutet für mich, keine längere Zeit mit euch Dilettanten verbringen muss. Ich gehe zurück in den Himmel, in mein Haus, am Friedhof und warte auf den nächsten Spiel. Da richtet keinen Schaden mehr an. Bye. Sicher doch nicht, Cedric. Du bist in Ordnung. Deshalb will ich dir einen Tipp geben. Lass dich nicht von Rolf benutzen. Wäre keine Sorge mehr für ihn. Ich weiß nicht, warum du mit ihm unterwegs bist, womit er dich gefüttert hat oder was er. Aber unsere Welt ist nicht in Gefahr. Willst niemand. Das reicht jetzt. Kommen wir klar. Oder was heißt nicht in Gefahr? Das heißt, dass es ihm und seinem Kontinent gut geht und ihn die anderen NPCs nicht die Bohne interessieren. Jetzt hör auf. Sue ist weg. Und nicht nur uns geht es gut. Die Weihnachtsleute wirken fast schon erschreckend glücklich. Der Pixel-Kontinent hat sich hervorragend entwickelt. Gemeinsam mit den Erwartenden gibt es sogar Fußballspiele. Warum gibst du nicht einfach zu, dass der Himmel eine dumme Idee war und dich für falschen Kontinent entschieden hat? Schattenwelt kam ja wohl vom Kontinent. Da waren wir noch nicht. Du hast mich bei der Wahl der Kontinente betrogen. Du wusstest, wie es dort aussehen würde. Niemand von uns wusste das. Du hast dich nur damals zuerst auf das große Geheimnis geschmissen. Und als du herausgefunden hast, dass du das Schlechtere losgetroffen hast, fühlst du dich ungerecht behandelt. Erzähl Cedric ruhig, was du vorhast. Du willst Suas Aufmerksamkeit gewinnen. Du willst wiederherbringen, habe ich recht? Du hast unsere Zeit lang genug verschwendet. Geh jetzt einfach zurück zu deinem tollen Kontinent und verschwinde mit deinem Raumschiff. Ist ein toller Plan. Ich gehe mal besser, Cedric. Ich hoffe, du weißt, was du tust.
Ihr habt mich benutzt. Nun, da du einen guten Überblick hast, was hier in Normalis in Heaven läuft. Seid ihr erzählen, warum ich genau nicht komme. Ja, bitte, endlich! Nachts. Ey, ich spiel schon. Silly hat recht, wenn er sagt, dass die Welt ein bisschen passt. Zumindest nicht die ganze. Doch bei mir auf dem 5. Kontinent ist ein Schrecken unvorstellbar. Mein Gott. Also so verließ habe ich erwähnt, der Welt drauf zu leben. Schattenwelt genannt, in seinem Inneren steht die Ideenmaschine, ein Gerät absoluter Gedanken. Grausamkeit, so hat er es erschaffen. Das musst du wissen, wer die Leute waren, die sie schaffen. Unsere Programmierer waren einfallslose Geister, ohne eigene Ideen. Das meiste, was wir schufen, war gestohlen. Eines Tages gelangten sogar die originalen Seele und Rolf zu einer Erkenntnis. Ein neu erstellter NPC unbeeinflusst von externer Information, dessen erster Gedanke ein einzigartiger Einfall. Das Gehirn des NPCs findet aus der Lehre heraus Informationen, die Idee. Eine Idee. Damit war eine Maschine geboren, die unfähig NPCs generiert, die ihren jeweils ersten einzigartigen Gedanken extrahiert und den NPCs anschließend wieder vernichtet, damit sie die Verzögerung bestehende Gesamtspeicher kompensiert spielen. Was? Mit NPC was machen? Ich will sogar Genozid nennen. Für alle NPCs werden NPCs generiert, nur auf Sekundenbruchteile wieder vernichtet werden. Das Schlimmste daran ist, dass sie keine Gedanken umsonst generiert werden. So hat uns verlassen. Niemand benutzt die Ideen und ein NPC ist nicht gestattet, die Maschine zu deaktivieren. Außerdem brauchen wir nichts mehr. Du verschiedene uns deaktivieren wollen nicht mehr ansehen, dass wir. Hey Gott, ich bin nicht rein! Oh. Ich halte diesen Monolog. Aber drei, wir brauchen dich. Willst du uns helfen? Wo soll ich denn sauber fahren? Naja, du bist ja ein fähiger Spieler, aber ich dachte, ich soll doch nochmal sicher gehen und noch mehr Spieler ins Spiel holen, bevor du versagst. Tut mir leid, dass ich angelogen habe. Warum habt ihr das nicht von Anfang an gesagt? Ich wollte nicht, dass jemand von den anderen Kontinenten gesehen wird. Mein Kontinent sollte eigentlich nicht von Spielern besucht werden. Das ist kompliziert, ich will erst die alles irgendwie lassen. Nein! Was im 4. Kontinent? Wenn alles gut läuft, wirst du ihn nie zu Gesicht bekommen. Keine Sorge, du verpasst auch nichts. Das ist ein heimliches Durcheinander, das wurde nicht fertiggestellt. Unser Weg führt jetzt zum 5. Kontinent. Wir müssen uns das helfen, Maschine. Ich werde nicht helfen, aber ich helfe euch. Boah. NPC, Massenmoor. Weil die Sache ist halt einfach die, die haben mich ganz halt nur abgefuckt. Eigentlich war Seli nett. Die wollen da raus. Es wird nicht funktionieren, aber die wollen da raus. Ein NPC, Massenmoor, und das Spiel regeneriert sich sozusagen selbst. Boah. Will ich den beiden helfen oder nicht? Eigentlich war Seli nett zu mir. Immer Informationen gegeben. Die haben mich nur verarscht. Diese Burg. Das tun, dies tun. Zeitreise. Die haben das Schiff zum Absturz gebracht. Weil ich unbedingt selber hochfahren musste. Ja, warum soll ich denn hochfahren? Nur weil ich den Server hochfahren musste, sind die überhaupt abgestürzt. Nö. Ja, wenn du wirst, welche solchen Kräuter. Weißt du was, ich werde dir zeigen. Bitte. Ein Umweg über den 4. Kontinent. Ich gehe zuerst. Oh nein. Muss die Luft nicht anhalten. Trotzdem, Mann, halt. Alright. Damit habe ich die Weihnachtswelt innerhalb einer halben Stunde durchgeskippt. Und sind jetzt im Addon. Tut mir leid, dass das so ist, dass ich davon nicht wirklich viel gezeigt habe. Spiel das Spiel selber nochmal bitte. Und schaut euch die Welt an. Wie gesagt, ich hab jetzt einfach diesen Weg gewählt. Ich dachte nicht, dass wir damit alles. Skippen. So, also die ganze Welt. Weil du kannst rein theoretisch ja hingehen, rausfinden, du brauchst den Schlüssel nicht. Gehst dahin, kämpfst, hast das und fertig. Ich meine, klar, jetzt kommt die Frage, ob ich wirklich gehen möchte. Das ist schon ein Indiz darauf. Allerdings. Schon sehr krass. Aber gut, so ist das halt. Hey! Der beste Streich ist der sowohl Spieler und Spiel nicht kommen sehen. Der Weihnachtskontinent ist auf Dauer langweilig. Hier sind interessant, also dachte ich mir, ich helfe mich an ein Stück an den Fersen. Danke mir später, wir laufen uns sicher nochmal weg. Jo, alles klar. Tschüsschen.
Was hast du mit dem zu schaffen? Ist er etwa für die Filterrotation? Mit dem Interface ist noch wichtiger. Ich bin ihm ein Baby. Ja, nichts damit zu tun. Du musst noch einen anderen Grund, weshalb du uns so auf die Gefahr gekommen sind. Okay. Ich jetzt mal wiedergefunden. Beschäftigen wir uns nicht mit den Haarspaltereien. Ja. Gut. Jedenfalls sind wir jetzt am Bahnhof und finden, ja? Frag, dass das uns nicht helfen wird. Sieh dich hier in der Welt um. Es ist das Letzte, was Zul im Spiel gegeben hat. Wenn das, was du siehst, ehrlich dazu entscheiden und zu helfen, gehen wir ins Casino. Mag dir bekannt vorkommen, aber im Casino steht jetzt gerade nichts mehr. Was nicht überraschend dürfte sein, dass ich wollte in meine Welt durch Benutzung der verbundenen Spieler gelöst wird. Unsere Welt. Manchmal frage ich mich, ob ich das auch. Existieren. Ja, existieren. Existieren. Da will es. Was ist das für ein Ort? Okay. Wieder ins Casino. Meine weiteren Fragen. Der NPC wurde mit Rezession der Spieler und der Kritik ausgeschaltet, soweit ich weiß. Kein NPC, der positiv war. Alright. Hallo Computer. Neue Quest, voll das Geheimnis. Und nicht in den Kleiderschrank und nicht in den Schrank. Kriminalpolizei. Diesen Schrank gibt es nicht zu sehen. Darf nicht wahr sein, wie konnte ich das vergessen? Den Schrank gibt es gar nicht zu sehen. Gehen wir weiter. Schade? Naja. Wir sollten erstmal speichern. Bild geklaut. Da ich jetzt weiß, wie das funktioniert. Wieso reden die überhaupt mit mir? Die dürfen nicht mehr reden. Und ich die. Ich hoffe, diese Kinder jetzt. Halt! Der Reiz und Hohen ist in Helm besteht darin, dass die meisten NPCs die Unwahrheit sagen. Spannend. Das ist ein Möbelstück. Meins wegen der Sache in unserem Haus. Das habe ich nur versehentlich eingeschaltet. Was versteckst du? Gar nichts. Das Bild angezeigt wurde, war ein Versehen. Ehrlich. Das war jetzt noch ein Versehen. Also ein Versehen. Das ist doch die rennende Schwester. Das war ich im Original mit dem Helfen. Weil ich weiß, im Himmel. Mein Bruder und die einzige Prozessur, dass er uns nicht überwältigt hat. Wir fanden das als Allegorie auf das Leben. Laufen und jagen. Hinterher. Versuchen stetig besser sein als der andere und verlieren unseren Sinn, wenn wir die Ziele erreichen können. Solange wir laufen, leben wir. Und wir leben, weil wir etwas erreichen wollen. Dabei wollen wir gar nichts erreichen, weil sich dann wirklich das Leben absolut macht. Quest. Tiefsinnig.
Okay, Handel muss ich jetzt nicht unbedingt. Alright, ich kenne ich, aber ich weiß nicht schon woher. Produktsüßigkeit. Wir sind 1.0 von No One is in Heaven. Jetzt nur, wenn ich als Upgrade so richtig nach. Produkt 1.5. Ja, dann haben wir nachher geschafft. Vakuum des Marktes, das hat sich ein neues 1.5. Oh, wo ist der Unterschied? Das Design sieht besser aus als das andere Produkt. Besser als August mit. Was soll ich Therapie? Mit einer simple Information. Wie viel? Meine Karte schlutscht. Na gut, eine Therapie ist wirkungslos, da Produkt in meinen neuralen Prozessen immer integriert sein wird, solange ich hier. Also ich kann Produkt löschen, nicht mehr kennen, nicht mehr Gedanken machen, weiß, Produkt löschen. Das will ich destabilisieren. Muss ich hin? Problem ist, ich habe nur Hacking. Nein, nicht drei, glaube ich. Hallo. Als ob es über Redenstufen hier gibt. Warum bin ich einfach platt, Kollege? Und eine Fünfchen einsetzen. Oder Fünkchen einsetzen. Gut. Komm mal, Fünkchen. Ich könnte nochmal Fünkchen einsetzen. Fünkchen Spam scheint mir sehr effizient. Toll. Cool. 600 Gold. Danke. Ist dein Ernst? Hacking. Puh, was können wir jetzt machen? Wir wissen, weil es gibt ja manche Optionen. Was bringt denn Hühnerfrau? Das war halt die Verwendung. Oh, Verwendung. Ähnliche Verwendung. Nein. Items. Ah ja. Rote Pilz, blaue Pilz, Heilpilze. Fake News. An. Ich hätte Fake News lernen können? Ach Mann, jetzt will ich das vierte Kapitel doch nochmal spielen, ey. Ah, vielleicht. Vielleicht spielen wir das vierte Kapitel nochmal. Am Ende des Spiels. Als kleines Bonus-Ding.
Vielleicht spielen wir das ohne. Überzeugst mich nicht. Nö. Ach komm. Was ist mit dir? Tschüss. Wir gehen. Das Taschendiebstahl machen. Was ist das Produkt? Nimm eine Rezension. No One Lives in Heaven ist eines der Spiele, bei denen man sich fragt, ob die Beteiligung das alles Beteiligten das alles ernst gemeint haben. Fünf Container eine böse Macht, ernsthaft, Trash. Trashiger geht's gar nicht. Ich bin auch ein großer Freund von Trash, aber das ist nicht der Grund, dass No One Lives in Heaven irgendwie schlecht ist. No One Lives in Heaven macht mir Spaß, zumindest. Jetzt hier No One Lives. Was ist hier los? Das ist der Angler. Hey! Was ist mit mir? Wie die Speicherspiele hergekommen sind. Ich hoffe, das Zukunft nicht bewährt. Was weißt du über sie? Ja, sorry. Er ist einer der ältesten NPCs, war der Liebling von Sua, unser Programmierer, deswegen gehört er auch nicht wirklich zum Kontinent. Über eingebaut. War gar nichts Geschichte bei. Auch weglassen können, aber. Aber für mich? Ein Soldat. Einer friedvollen, auf nicht von Spielern bevölkerten Kontinent, wenn ich ja gerade. Okay. Also nicht. Aber da ist mein Lieblingsfreund, Mr. Engelman. Nö. Schafft er keine Fische. Also. Warum soll ich der Fische beschaffen? Muss ich hinten anstellen. Ich kenne euch. Relative Zeitempfinden in Abhängigkeit. Das will ich nicht mit unnötigen Details langweilen. Die Quinte sind auf jeden Fall, dass die Zeit in jedem Wartezimmer Angst. Im Wartezimmer eines Arztes am langsamsten vergeht. Was das bedeutet, dass Zeit hier langsamer geht, ist woanders. Das bedeutet umkehrschluss, dass man ein eigenes Leben verlängern kann, den man hier in einem Raum Wartezimmer Satz verbringt. Dieses System würde uns helfen, messen fortlaufen, unser Alter und gleichen Leben. Und ein bisschen Bedürfnis dafür. Kannst aber so herausfinden mit all diesen Dingen. Okay. Dann halt nicht. Gehe schon wieder. Ich soll sowieso doch nur ins Casino, oder? Hm. Ich muss zurück zum. Nein! Park am Casino, wo du den kriegst. Oh mein Gott, ist nicht euer Ernst. Hallo. Ja, ich brauche den Casino-Schlüssel. Hab ich verstanden.
Ich fand's gut. Ich fand's gut. Er hat ungefähr, dass man die Quest ablehnen kann. Weil. Mache manche Quests ja anscheinend nicht. Im Weihnachtsland, das ich einfach komplett geskippt habe. In 20 Minuten oder so. Ich soll den Debugger verwenden. Ich sollte vorher mal schlafen. Schlafen. Reicht das? Ja, reicht. Speichern wir. Wie gesagt, wahrscheinlich werde ich den vierten Content nochmal im Nachhinein spielen. Einfach als kleines Zusatz. Weil das Addon ist ja der letzte Teil von der Wunderlist 7. Nein, ich will nicht über Fluch reden. Ich werde meinen Debugger verwenden. Und ich debuggen 5 oder 3. 5. Das sind NPCs. Ah ja. Habe ich auch nicht gemacht. In 3, glaube ich. Ne, 4. Muss das Ding sein, aber im dritten Kontinent. Raumschiffschlüssel. Nee. Nee, wo ist der Debugger? Schade mit Wasser. Bild. Rolle. Ja. Meine Cashmauer. Tunliste. Ah ja. Oh, es Gewitze. Das sind also die ersten Worte, während ich der imaginären Unterschrift dazu fange, ich vom Wort bin. Dann geht er. Hey, das Lesen will stoppt das Video. Too much. Too long, did not read. Ja, also. Teambagger, hier. Ein Gerät, was dir ermöglicht, in die Metaebene zu reisen. Das Spiel spielt doch in der Metaebene, der Metaebene, der Metaebene. Jetzt gehen wir noch weiter in die Metaebene. Okay. Hallo. Oh, ich aktiviere den Skin. Als ob ich wieder jetzt ins Interface muss. Übergangsscheinend ist, das solltest du nicht tun, wenn du in unserem Haus bist. Ich will dich debuggen. Gehen wir ins Haus. Ah, hab's gefunden. Wie smart. Eine Notiz von Sur bekommen. Ich kann sie jetzt lesen, nehme ich an. Die Notiz von Sur. Was ist die Notiz? Gut. Was steht da? Notiz von Sur an mich selbst. Die rennende Schwester war vor Jahren einfach so dergleichen. Sie ist die Krone des Spiels. Aber jetzt, wenn man das auf sie reduzieren würde, wäre es immer noch verboten. So dumm, dass sie jetzt mit der Bruder verwoben. Das ist mein Fehlgriff. Ich hätte ihn nie erschaffen sollen. Ich glaube, das sind jetzt ein mittelmäßiges Spiel. Den Schaden zu begrenzen werde ich. Ja, keine beiden Quests geben, die Schwester kann glücklich allein stehen. Im Psychisch ist groß, hoffe ich, dass man ihn schnell übergehen wird. Lässt er sich nicht löschen. Könnte ihn löschen? Ich könnte den Bruder löschen über das Hacking-Tool an dem Computer. Was passiert denn wohl? Das probieren wir aus. Nein, da wollte ich nicht. Bruder löschen. Was habe ich nur bei dem Bruder gewartet?
Wann ist die Bewusstsein so weiter mit Substanzen oder nur ein schlechter Tag? Nüchtern betrachtet, das ist eine Katastrophe. Schandfleck des Spiels. Zu dumm, dass du mit deiner Schwester gewoben bist und nicht sowieso mit nicht verstanden. Sie ist wirklich besonders gut gelungen. Ich sehe den Bruder wieder vollkommen aus. Alright. Nicht Informationen, ich will deine blöden Infos nicht holen. Gehen wir ins Haus. Kann hier die Häuser ändern? Oh, das Spiel jetzt in 3D. Also. Mehr in 3D als vorher. Oh, nein, Gegenstand. Den Debugger. Nutzen wir ihn. Warten wir wieder einen Moment. Muss aber NPCs debuggen oder kann ich auch einfach irgendwas debuggen. NPC. Hallo. Warum willst du nicht fertiggestellt werden? Okay, du willst nicht debuggt werden. Gut, gehen wir ins Iglo. Oh, die Iglos sind immer anders. Ich will keine Seiten-Enzyklopädie. Alright. Gehen wir NPCs debuggen. Ich meine, damit kann ich das Iglo ändern mit dem Debugger. Das habe ich verstanden. Und dann kann ich mit verschiedenen NPCs reden. Allerdings kann ich hier nicht debuggen. Und ich soll NPCs debuggen. Ich weiß auch nicht, wo ich bei meiner Schwester für irgendwie unten ist. Ach, ich hab's gemerkt. Hallo du, ich hab mit dir jetzt noch nicht mit normalen Dingen geredet. Will ich debuggen. Okay. Ich will dich debuggen. Prüfen die Bürger zum Grunde Westen, sein Wasser ist das Beste, was sie hier trinken können. Wenn du drei Portionen bringst, können meine Tiere gut tun. Okay. Ich werde zu Kirschholz machen. Nein, hier kann ich nicht rein, kann ich hier rein. Kann ich rein? Alright. Okay, hallo. Kann ich draußen reden, wenn ich mit dir? Nein, ich muss debuggen. Den Casino-Schlüssel.
So Notizen sammeln und dann Sachen ändern. Ach, okay. Was ist denn da? Warum brauchst du meine Hilfe? Ich hab den Debugger. Mach wie du willst. Ruf den Zug. Gut, einen habe ich. Eine Person gedebuggt. Gut, mache ich. Zug. Gut. Bei. Und zum Brunnen. Jetzt noch ganz anders. Als ob ich hier rausfinde, die Dinger finde. Ich muss hier jeden Zettel hier finden. Hallo. Hallo. Apfelkapsel, nö. Nein. Hält mich nisch. Muss Leute debuggen. Ist ja keiner. Was ist denn heftig los? Wo? Keine Ahnung. Wo finde ich die denn? Nicht in Häusern. In irgendwelchen Kisten. Reingekommen. Soll ich irgendwelche Monster angreifen? Und ich habe Schrott gefunden. Der Westen ist aus dem Brunnen. Alright. Gehen wir in den Westen. Ich muss eh noch Leuten helfen. Nicht hier drin jemanden die Wagen? Nicht ich die Wagen? Inhaltsspieler. Hab eine Rezession aus Steam.
bin der Meinung, dass das Spiel überaus Meta ist. Ich denke, Meta trifft es gut. Nein, das Spiel habt ihr in meiner Rezension wahrscheinlich gesehen. Dementsprechend. Ich, darüber hinaus bin ich der Bürgermeister, der eingesetzt werden soll. Du bist Klaus. Wenn ich dich Seli oder so nenne. Und du hast mich ja nicht so gemacht. Hm? Hallo. Oh ja. Alright. Oh fast, Moment, Notiz. Das ist eine Notiz, du bist sicher, jedoch hat schon jemand. Oh, der ist nicht. Hey! Kann nicht sein. Gehen wir in das Haus. Oh, geht irgendwie auf den Sack. Ich will doch nur raus. Ich muss NPCs finden, die ich debuggen kann. Ich denke nicht, dass ich einen anderen debuggen kann. Was ist das denn schon? Okay, sorry. Come on. Nett. Okay, wie viele Bugs habe ich schon jetzt gefixt? Drei? Drei. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich bin, Markus. Ich habe nämlich vergessen, meine Handelsparameter festzulegen. Ich muss wieder redig. Ja, Verkaufs- oder Kaufpreis. Alle Bilder. 1000. 10.000. Ja, ich will dich fertigstellen. Lass uns kämpfen. Er hat 640 Leben. Mit 3 Schläge. Und selbst wenn du krass Magie kannst, und du jetzt nicht. Ja, gut, du machst etwas Schaden. Alright. Gut, machen wir. Töten wir ihn. War zu leicht.
Gut. Gut. Da du mich empfangen willst, kann ich den Gegenstände, ich kann den Debugger ausmachen und kann vorher, bevor wir ins Casino gehen, kann ich noch mal mit den beiden reden. Mit Rolf und dem Erklärbär. Ja. Was soll ich aber schaffen? Ach komm, dann geh halt in ein anderes Haus. Wehe, du läufst auch noch volles Haus. Ich höre. Die NPCs momentan möchten mir ein bisschen triggern, weil sie permanent vor meiner Füße laufen. Speichern wir das Spiel auf jeden Fall. Gehen wir auf 2 herstellen. Gut. Ein Schaf 1.5, das Spiel wird wahrscheinlich nicht extrem wertvoll. Ich möchte nicht, dass ich mir zur Verfügung haben. Handtime müssen. Nein. Töte doch jetzt keine Hühner. Nein, ich rede jetzt mit den beiden. Ich fange mit den Hühner hier zu töten. Ich dachte, du kannst mir eine Rezession geben. Ja, es ist der. Also, natürlich ist es unfertig. Unfertig gemacht. Warum sollte man irgendwelche random Assets verwenden zum Spiel entwickeln? Aber naja. Wir gehen nochmal und holen uns jetzt den Schlüssel. Halt die Hauptquest hier schon wieder fertig? Ich meine, klar, du hast hier wieder Nebenquests. Und hier halt die. Kann halt hingehen und kann halt die Zettel finden, ne? War halt auch nicht bei mir im Haus. Halt sehr kurze Hauptquest dann in dem Spiel. Hallo! Hey, hallo. Nein. Ich würde jetzt ganz ehrlich nicht den Philosophie-Typen zu Ende schreiben. Läufst du wie, du läufst schon wieder vor den Eingang. Weil, ganz ehrlich. Nee. Nee, das tue ich mir nicht an, den Philosophie-Typen zu Ende zu schreiben. Ich war schon am Anfang mal Kopfschmerz. Nein, ich bin Pirat. Kriegst du nicht etwas dicker auf? Grad. Holzbein, Haken, Hand, Augenklappe. Naja. Laut Piratenpartei ist jemand, der Bürgerrechte stärkt. Der jemand schwierig für Transparenz, Staatswesen soll, hat dann Urheberrecht anpassen, sich Verbindung mit Politik. Du verwechselst Freipartei mit Politik. Sollst du doch so aus Weisheit auf ein paar Referenten für seine Vorstellung und für den nächsten? Angenommen, ich will Pirat werden. Ich habe eure Bürgerrechte, klar. Mini-Server, Mini-Burg. Okay, bevor wir uns Verdienung gehen, machen wir noch mal ein paar Nebenquests hier. Also ich weiß, mir kommt da vielleicht noch mal das nächste Ding, aber... Ne? Also, den vierten Kontinent in 20 Minuten oder so übersprungen. Ihn wieder mal, als vierte Kapitel können wir mal hier, ne? Und ernsthaft. Hey, die sind da gespawnt. Du wirst weg, sind unnötig. Gut, machen wir euch platt. Einzeln. Thank you.
Gut, ich hab das Ding wieder schon gemacht. Kämpft jetzt auch zu zweit. Nö, gut, dann nehmen wir. Schütze. Schütze. Dann heile ich mich immer schön damit. Machen wir nicht platt. Willst du wirklich auch noch? Kannst mich nicht aufhalten. Funktioniert nicht. Schaden. Nee, ich mach keinen Klatsch. Alright. Ja, das habe ich allerdings schon fertig. Weil er braucht ich ja nur 5. Versteckte Quest. Die Nebenquest hier gemacht. Was gibt's hier im Haus? Dann will er noch ein bisschen erkunden. Aber gleich. Ja, Ende machen für diese Folge und in der nächsten Folge dann uns ins letzte Kapitel begeben. Dann bin ich total wieder durchgerusht. Ich weiß nicht, in letzter Zeit. In den letzten Kapiteln war das so schnell. Besser als viele Arme. Kann ich dir helfen? Nein. Ich will die Schafe nicht schrumpfen. Ich will weder noch, ich will den Tieren nichts antun. Lass mich in Ruhe. Ich soll es geben. Wir kommen nicht daran. Mich verarschen. Max liegt in meinem Haus, links und rechts. Alright. Ihr Holz. Wo liegt denn die Axt? Hier. Dankeschön. Wuff. Oh, kleiner süßer Hund. Vielleicht ein paar Things. Naja, und es gibt dann noch welche in grün, die müssen auf jeden Fall sein. Alright. Okay, der Hund hat ihm, der hätte uns verraten, falls ich das vorgebaut hat. Ich soll die hier nehmen. Ich würde jetzt 5 Holz holen. Okay, das kriegen wir hin. Ach, da hinten ist. Halt nicht, lass mich halt hier oben. Tiger. Tiger mehr. Ich bin nicht gegen, ne? Mit dir. Feedback ist wichtig. Für mich, ich weiß, das streiche. Ich weiß, dass meine Streiche sehr gut sind, das brauche ich eigentlich nicht. Muss wissen, wie der Ranzmann erzeugt Kritik. Nein, Feedback hilft, Dinge besser zu machen. Diesen Drang nach Perfektionismus habe ich auch nicht verstanden, der schon über meine Streiche lachen kann, ihn weiter. Lass uns deine These testen. Ich glaube, das war. Wir können zusammen eine Rezession zum vierten Container und dann tauscht du heimlich unsere Rezession gegen die Rezession. Am besten von der Piratenfrau, die südlich von ihr lebt.
Oh, warte, wir haben vier Signale dabei. Klingt lustig. Auf. Ich noch ein bisschen rum. Ich kenne, ich weiß nicht, ja, bereits bewerten. Super, beginnen wir mit der Anzahl der Sterne, die du geben würdest. 5 Sterne. Ich finde den Kontinent 3 Sterne. Welches Element für dich hauptverantwortlich? Umfang. Ein paar abschließende Worte hier von. Jetzt wird der vierte Kontinent. Drückt auf den dritten. Ich finde den vierten Kontinent schlechter als die anderen. So 10 Millisekunden warten sie dann entsprechend, wenn ich das schneller mache. Handfrau? Du bist Handfrau? Nein, du bist die richtige Handfrau. Du bist die Haarfrau. Warum stehst du nicht mehr da, wo du standest? Hallo. Hier bin Handfrau. Hier ist meine Information. Ich hab die Information. Ich muss sie wieder debuggen. Alright. Gegenstände. Debugger. Oder nicht mal zu schauen. Stärkung der Bürgerrechte. Patent und Urheberrecht anpassen, natürlich. Nein, ich bin politisch ein bisschen bewandert. Mehr wahrscheinlich als andere Menschen. Ja. Zeitverwertungsrecht. Ein Urheberrecht. Bildung. Meisterschwert. Muss ich die Dings aktivieren? Gegenstände muss meine gefakte Rezession. Fake. Muss meine Rezession jetzt. Also, das ist doch die Piratenfrau. Gut, machen wir die Dinge aus, den Debugger. Und schauen wir mal. Ich nicht. Wie doch der geben? Tagebuch. Ja, mit dem Herrn der Streicher Effektbewertung. Letzte dann, wenn ich das mit der Hand vor. Soll ich was machen? Gut gehört. Ja. Du bist der Hacker.
aus wie der Hacker, bloß mit Weiß. Nein. Nicht verschwinden lassen. Ich rede nochmal mit dir. Ich verstehe nicht, wie ich sie austauschen soll, Spiel. Sag es mir doch. Wollte hier noch den Druck war ich. Aus dem Weg gehen, ich will vielleicht nicht raus. Nein? Okay. Ein Computer? Ja, hier gab's einen. Das macht keinen Sinn, ich weiß nicht, wie ich sie ergeben kann. Warum? Der Haltmann spricht sie darauf an und es gibt eine Option. Meiner Burg, da konnte ich nämlich auch nochmal. Aber das waren nur diese Blutrechte. Okay, I don't get it. Alright. Tut mir leid, verstehe ich nicht. Keine Ahnung, wir können auch, wir sollen noch Holz holen. Okay, Holz, Wasser. Ich habe nur noch keinen Brunnen gefunden. Das Iglo. Ein Weg, um das Iglo zu holen. Was ist denn das echte Iglo? Ich meine, ja, ich sehe jetzt das Iglo. Nur mal den Debugger und ändern das in das andere Iglo, was hier zur Welt gehört vielleicht. Oder gibt es eins, das hier zur Welt gehört? Weil jetzt haben wir die Quest, aber hatten wir sie nicht. Ich habe ja schon mal dran umgespielt. Oh. Ordnung ändern. Was soll ich sie denn ändern? Okay, genau. Wir sollen, müssen auf jeden Fall uns noch um den Brunnen kümmern. Weil dieser Brunnen ist. Ah, hier ist der Brunnen. Der scheint nicht zu funktionieren. Nicht aus wie ein wurde Zeit. Alright. Einmal. Ich glaube, ich muss genug Holz haben. Quest habe ich beendet. Okay. Die Bewertung weiß ich nicht. Im Quest Wasser holen. Geht nicht, weil kaputt. Keine Ahnung. Was geheim ist. Das Ganze dafür geöffnet. Noch mit den Geschwistern gleich. Ja, also Wasser geht.
eine Notiz bei dich. Eine Notiz für dich. Ist keine Fälschung. Okay, das Geheimnis haben wir gelöst. Gut. Wir speichern mal kurz. Nein, wir speichern nicht mit dem Ding aktiv. Oh mein Gott. Weg damit. Hey, Moment. Gut, jetzt speichern wir. Ich weiß, die Folge geht jetzt schon relativ lange. Liegt auch daran, dass wir, wie gesagt, Kapitel 4 halt komplett geskippt haben. So. Wir machen es jetzt so. Guck mal kurz mein Tagebuch, was wir für noch haben im Addon. Die Bewertung weiß ich leider nicht, wie wir sie abschließen. Was sagst du? Kurz dazu in der Lieberga. Ich habe mit Lieberga mit dem Boden geredet, weiß ich nicht. Da weiß ich auch nicht, wie es geht. Iglo habe ich ja schon gefunden. Damit wollte ich nochmal interagieren. Ja, oder und. So, das Level. Ja, genau. Sehr epische Musik. Mit dem Iglo geredet. Was das? Ist das richtig? Das habe ich geschafft. Warte, das ist ein bisschen. Ja, nochmal. Ob ich da wirklich hinten anstelle. Dafür ist meine Lebenszeit zu schade. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. In der Folge haben wir Kapitel 4 übersprungen. Praktisch. Und Kapitel 5. Jetzt auch praktisch, zumindest vom ersten Teil hier zu Ende. Es kann sein, dass nächste Folge nur noch daraus besteht, das Ende zu sehen. Ihr werdet es sehen. Die Folge hatte Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, bis dahin und tschüss.